Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir, Karl Wallner Piping. Heute zeige ich dir, wie du in kürzester Zeit perfekte Grace Notes auf dem schottischen Dudelsack spielen kannst. Zuerst natürlich übt man diese am Practice Chanter, aber genauso spielt man sie auf dem großen Dudelsack. Wenn du sowas noch nicht hast, du bekommst sowas bei uns im Shop natürlich. Ansonsten, wir legen sofort los und ich erkläre es dir super einfach, wie das geht. Was sind Grace Notes? Wir haben auf dem großen Dudelsack einen Dauerton, das heißt, wir hören auf ins Pusten, der Ton geht aber weiter. Ist beim Practice Chanter Übungsinstrument nicht der Fall, wir simulieren das aber und produzieren ja auch einen Dauerton. Um die Töne zu trennen, gibt es Grace Notes. Was ist eine Grace Note? Ich hebe einen Finger, der auf dem Instrument ist, kurz auf und schließe ihn aber sofort wieder. Es gibt drei definierte Grace Notes, drei Haupt-Grace Notes und somit auch drei verschiedene Finger. Du siehst sie schon, einmal der Zeigefinger der oberen linken Hand, einmal der Zeigefinger der unteren rechten Hand und einmal der Ringfinger der oberen wiederum linken Hand. Und wenn du ein tiefes A spielst, der Grundton, der sollte wahrscheinlich schon funktionieren, würde so klingen, kannst du den Zeigefinger wirklich zwar schnell, aber nicht oft hintereinander, schon oft hintereinander, aber die Intervalle länger halten, eben immer öffnen und wieder schließen und du hast sofort eine perfekte Grace Note. Du kannst sie am Anfang natürlich freilich auch etwas langsamer spielen, nämlich so. Wie du siehst und hörst, warte ich, bis ich den Finger erneut öffne und wieder schließe. Denn wir haben immer einen gewissen Abstand, bis die nächste Note kommt. Möchtest du mehr über das ganze Thema erfahren, kann ich dir natürlich wärmstens empfehlen, das Dudelsack-Lehrbuch zu kaufen. Werbung kurz eingeblendet, aber davon leben wir auch. Das ist wichtig auch, Unterstützung zu erhalten. Links sind überall, aber auch ohne Buch geht es gleich weiter. Du lernst hier perfekt, wie man Grace Notes spielt. Nächste Grace Note, die D-Grace Note. Wir machen nämlich die richtige Reihenfolge, falls du sie mal kombinieren möchtest. Dasselbe passiert auf dem tiefen A mit dem Zeigefinger der unteren Hand. Ich spiele zuerst die Note an. So einfach geht das. Jetzt brauchen wir nur die dritte Grace Note im Bunde. Und das ist die E-Grace Note. Und die Namen nochmal, damit du auch das erfährst. Zeigefinger der oberen Hand, die erste Grace Note. G zu Deutsch oder G-Grace Note in Englisch. Die zweite D-Grace Note oder D-Grace Note in Englisch und jetzt die dritte, bei der wir sind, E-Grace Note oder E-Grace Note in Englisch. Du wirst es schon vermuten, es funktioniert genau gleich. Man hebt den Finger einfach auf und schließt ihn wieder. Wir nehmen wieder das tiefe A. Das ist es. So spielt man Grace Notes. Jetzt gibt es für dich aber noch einen Bonus hier in dem Video. Und zwar, alle drei Grace Notes kannst du maximal, wenn du die Tonleiter schon kennst und kannst, bis zur Note C raufspielen, denn da sind alle drei Finger noch auf dem Instrument. Ab der nächsten Note D fehlt uns schon ein Finger. Da würden nur mehr G-Grace Note und E-Grace Note gehen. Ab dem E, diese Note, fehlt uns dann schon die E-Grace Note. Man kann also nicht alle Grace Notes ewig weit raufspielen. Die weiteste Grace Note nach oben geht mit der G oder der G-Grace Note, Zeigefinger der oberen Hand. Diese geht auf fast alle Noten. Ich habe noch immer auch beim D, E und F den Zeigefinger auf dem Instrument. Ab dem hohen G, der vorletzten Note allerdings, geht uns dann auch im wahrsten Sinne des Wortes die G-Grace Note flöten. Jetzt noch ein Bonus, wenn du alle drei kombinierst, dann hast du auch schon hier die richtige Reihenfolge gelernt. Es ist immer oben, unten, Mitte, G, D, E, G, D, I und nicht anders. Deswegen sind wir nicht der Reihe nach unten gesprungen von der obersten Grace Note, sondern haben gleich hier im Video auch die richtige Reihenfolge durchgemacht. Wie gesagt, geht maximal bis zum C. Du kannst GDI-Kombinationen spielen auf das tiefe G, zum Üben am Anfang natürlich ganz langsam, die erste Tonleiternote und tiefste Note. Das geht aufs tiefe A. Du kannst diese beliebig lange üben und immer wieder in Schleife spielen. Es geht dann natürlich auch auf das B. Und die letzte Möglichkeit für die drei Grace Notes, alle drei zusammen, ist dann nur mehr das C.
Und das war es mit perfekten Grace Notes. Die kommen dann immer wieder in Liedern, Übungen vor. Du kennst jetzt sogar alle drei und wenn du sie so übst, wie in diesem Video gezeigt, wirst du sie perfekt spielen können. Davon bin ich überzeugt. Wenn du die Grace Notes bis ins letzte Detail perfektionieren möchtest und wirklich ein Top-Spieler werden möchtest, kann ich dir auch nur empfehlen, in unserem Dudelsack-Shop gibt es das Grace Note Pack. Das gibt es auf alle diversen Verzierungen abgestimmt, nicht nur Grace Notes, aber in diesem Fall wäre das Grace Note Pack das Richtige. Ist auch kostengünstig zu erwerben, ein digitales Produkt, downloaden, sofort mit dem Üben starten. Und ja, kann ich dir nur empfehlen. Neben dem haben wir auch Throne Deep, Burl, Talur, Packs, Doublings, alles was es gibt an Technik. Und ja, das war es. Hier auf meinem Kanal bist du zu 100% richtig, wenn du das schottische Dudelsackspielen korrekt erlernen möchtest, wie es auch in Schottland gespielt und praktiziert wird. Das war es für das heutige Video. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn dir dieses Video tatsächlich Spaß gemacht hat, empfehle ich dir jetzt dieses Video, denn das wird dir mindestens genauso gut gefallen, auch sehr lehrreich. Wir sehen uns im nächsten. Karl Wallner Piping und ciao.